Beim zweiten Lauf des ADAC GT Masters am Sachsenring geht Dennis Marschall von der Pole ins Rennen. Doch der Audi-Pilot verschläft den Start und fällt weit zurück. Durch die erste Kurve geht's noch gesittet, dann wird's chaotisch. Denn plötzlich ist Maxi Götz mit offener Haube unterwegs und auch weitere Fahrzeuge haben große Probleme. Die Wiederholung. Stefan Mücke trifft den vor ihm fahrenden Bentley des Briten Sebastian Morris. Beide fallen aus. Und die Mannfilter-Mamba von Maxi Götz bekommt einen Schubser von Sven Müller und knallt in Tim Zimmermann. Für Zimmermann, Müller und Götz ist das Rennen damit beendet. Klare Sache, nach diesem GT3-Billard mit mehreren Kollisionen wird das Rennen erstmal unterbrochen. Wir sortieren uns. Tabellenführer Maro Engel liegt beim Restart in Führung vor Albert Costa Balboa und Jeffrey Schmidt. Dahinter gleich 5 Audi auf den Plätzen 4 bis 8. Doch das Drama geht weiter. Spitzenreiter Maro Engel geht plötzlich durchs Kies. Rauch steigt aus dem Radkasten auf. Sein Mercedes ist nicht mehr lenkfähig und Engel muss aufgeben. Nach den Fahrerwechseln wird's bei der Boxenausfahrt knifflig. Max Hofer will am Patrick Niederhauser vorbei, side by side durch die Kurve. Doch der amtierende Champion bleibt vorne und sichert sich Platz 4. Danach diese Szene. Jimmy Eriksson verlässt im weißen Zackspeed-Mercedes die Box. Doch da kommt Kim-Lewis Schramm im Audi mit ordentlich Überschuss und rammt Eriksson ins Kies. Das war's für Eriksson an diesem Rennsonntag. Ein Blick an die Spitze. Frank Pereira im Lamborghini vorne, dahinter Markus Pommer in der Corvette und Charles Wertz im Audi. Wenig später gibt Mick Wieshofer Michael Ammermüller einen kleinen Schlag mit. Knallhartes Racing hier am Sachsenring. Und mit diesem Duell geht's auch in den folgenden Runden weiter. Ammermüller geht etwas zu weit raus, Kerry Schreiner mischt da auch noch mit. Wieshofer setzt im richtigen Moment den Undercut an und geht als Sieger aus dieser Szene hervor. In der letzten Rennrunde erhält der führende Albert Costa Balboa eine Zeitstrafe, weil er vor dem Restart zu häufig beschleunigte und wieder runterbremste. Das ist laut Reglement nicht erlaubt. Markus Pommer und Jeffrey Schmidt erben den Sieg, Charles Wertz und Dries Vanthoor auf 2, Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde werden Dritte. Die Titelverteidiger übernehmen damit auch die alleinige Führung in der Gesamtwertung.